Die Börsenminute von Julia Kistner. Aus eins macht zwei oder mehrere Unternehmen. Wer profitiert, wer verliert? Ja, dazu muss man erst einmal eruieren, warum eine Aufspaltung passiert. Das kann sein, weil eine Sparte nicht zum Rest des Unternehmens passt oder dass sich eine Sparte ohne Mutterunternehmen besser entwickeln kann, wie beim Cornflakes-Produzenten Kellogg's, die gesündere zuckerfreie Sparte, oder man spaltet ein Sorgenkind ab, das der Reputation schadet. Das könnte beim deutschen Chemiekonzern Bayer die Monsanto Sparte sein. Natürlich hofft jedes Unternehmen und deren Aktionäre, dass die Einzelteile zusammen mehr wert sind als das bisherige Gesamtunternehmen. Studien zeigen, dass tatsächlich eine Überrendite von 20% bei getrennten Wegen drin ist. Deshalb sind Mischkonzerne an der Börse auch nicht so beliebt. Man spricht von einem Konglomeratsabschlag. Und deshalb ist die Alibaba-Aktie auch gleich um 11% nach oben gesprungen, nachdem bekannt wurde, dass der E-Commerce-Riese sich in mindestens 6 Unternehmen aufspalten will. Die Aufteilung von Alibaba kommt auch deshalb so gut an, weil man so der Regulierungsbehörde entkommt. Aus dem Grund spekuliert man auch bei Baidu und Tencent auf Abspaltungen. In der Regel erhalten Altaktionäre nämlich bei einer Abspaltung den Gegenwert als Gratisaktien des abgespalteten Unternehmens und hoffen sich in Summe auf mehr Wert im Portfolio und das anfangs zu Recht. Doch der Start von Vorteil für die abgespalteten Unternehmen kann dann auch schnell verpuffen, wie das Beispiel des Mischkonzerns Siemens zeigt. Alteigentümer haben schon einige Abspaltungen miterlebt, von Infineon, Osram, Siemens Healthineers bis zuletzt Siemens Energy. Alle haben vorerst kräftig an Wert verloren. Gegen Aufspaltungen kann man eigentlich nur seine Stimme bei der HV erheben. Aber wozu, wenn man wertmäßig in Summe meist profitiert? Wenn Alibaba sich erfolgreich filetiert, wird es mit Amazon womöglich auch bald soweit sein. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.